Zumindest fürs Lastenheft bitte keine Schraubendreher mehr in so ein Glas reinpacken, wo man dann drüber läuft und es ist wieder da drin. Das aus, ich meine, alten Staubsauger. Ja, das habe ich heute schon geputzt, das habe ich auch gefilmt, aber wieder gelöscht. So, der alte Staubsauger, der hier nochmal seine Dröhnung kriegt, 2 Ampere. Der Invictitus. So, ich wollte sägen, ich wollte was sägen, ich wollte noch meine schöne Säge zeigen. Ich wollte noch meine schöne Säge zeigen. Denn ich habe mich ja auch mit Akkugeräten und alles Mögliche beschäftigt. Und diese Säge, die ist von Hornbach, die habe ich wahrscheinlich auch mal irgendwie von 39 auf 49 oder von 59. Die gibt es da aber gar nicht mehr. Ja, die hat einmal hier den hier. Das habe ich ein bisschen zugeschraubt, da habe ich was zwischengepackt, damit ich die so, damit ich manchmal drehe ich das hier rein, damit das rausgeht. Das ist zwar jetzt UVV nicht in Ordnung. Guck mal, hier steht er. Ich glaube es ja gar nicht. Was ist hier los? Steht hier noch was dran? Die war auf jeden Fall auf der Grabbelkiste. Ich glaube, das ist eine 449. Den Laser, den lässt man immer an. Oder? Ja, den Laser lässt man immer an. Kann man das hören? Ob der Schalter an oder aus ist? Am Hub. Jetzt ist der aus. Jetzt ist er an. Bei manchen. Ja. Was soll ich dazu sagen? Versuch mal eine Säge zu kriegen, die hat 6350 Umdrehungen. Die viele haben nur Works 2000, 1000. Die Akkugeräte, die Bosch Blau, die haben mal 4000, 5000. Die Einhell haben 4000, 5000. Die Thun-Marke hat auch 4000, 5000. Die hat schon gut Drehzahlen. Und dieses Sägeblatt, das ist schon uralt. Die gibt es auch nicht mehr bei Hornbach, aber die Sägeblätter gibt es noch bei Hornbach. Das ist das natürlich blöde hier. Ich habe das andere. Und ich habe auch eine große. Aber ich bekomme mit dieser Säge, wenn ich mich entsprechend vorbereite, einen sehr schönen Schnitt hin. Einen sehr schönen Schnitt bekomme ich hier. Habe ich meine Staubmaske, die setze ich mir schon mal auf, dann passiert das nicht gleich. Diese sind hier diese Mollecks, die verkleben hier immer, die muss man jedes Mal hier aufmachen. Also nicht gut. Der Stoff ist gut, die Premium-Marke, aber die Ventile sind so scheiße, das will man gar nicht glauben. Die machen dann einen auf wegen den ökologischen Effekt. Aber das ist natürlich Bullshit. Einfach nur Verarschung. So, das ist so ein Brett. Das ist ein, das war wohl ein Spülenschrank, den ich mal vom Sperrmüll geholt habe. Hier ging dann wohl hier das Kabel, der Ablauf und der Zulauf von der Waschmaschine lang, von meinem Bretterlager. Das habe ich jetzt eben schon mal hier vermessen. So. Das habe ich schon vermessen. Wir wollen sägen. Weil wir nicht um 8:30 damit anfangen möchten. Kriegen wir hier den guten Schnitt? Ja, den kriegen wir. Den guten Schnitt kriegen wir. Oh, das sind alles interessante Sachen. Oh, das Ding habe ich auch schon gesucht. Eine Brille brauche ich mir nicht aufsetzen, oder doch? Ohrenschutz. Das habe ich auch heute schon gesucht. Oh, mein Schleifkleid. Lieber auf den Boden schmeißen, als dass er mein Beil. Maske. Klebeblätter. Ja, ist auch egal. Komm, so. Immer interessant. So. Der Sägeschnitt.
Wollen Sie den Akteur mit dabei sehen oder nicht? Das weiß ich nicht so genau. Schön mit der Powerbank. So. Das Brett müssen wir mit drauf haben. Das Problem ist, ich sehe nichts. Wird schon hinhauen. Oder einfach mal wegnehmen. Gucken, was wir hören. Ein bisschen dichter dran. Das müsst ihr hinhauen. Ich habe auch eine schöne Schraubklemme noch gehabt. Aber jetzt höre ich nichts mehr. Wie gesagt, das ist schon eine Weile alt, das Ding. Immer noch das erste Sägeblatt. Das ist immer das Problem. Kinder nicht nachmachen, aber wenn ich hier so am rum kein Gefühl mehr dafür. Den Schnitt begutachten von der Säge. Das kriegst du mit der Stichsäge halt eben nicht so hin. Ne? Das kriegst du mit der Stichsäge nicht so hin. Denn hier. Das Video ist aber noch nicht lang genug, denn wir können ja weiter sägen. Wir können ja weiter sägen.
denn ich möchte das hier hinten. Das ist ja mein Werk. Das Werk des. Das war der Werk, das Werk, das Werk, das, der. Aber wie gesagt, es ist in erster Linie nur vermieterseitig. Die Scheibe steht da hinten. Ist ja jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich in einer Sache. Das ist jetzt hier einmal das Brettchen hier, das sind zwei Schraubchen. Hier nochmal das Sensorkabel, wie gesagt, das da oben wollen wir gar nicht mehr weiter drauf eingehen, dann kriegt hier irgendeiner wieder einen Schreck. Ja, wobei das gar nicht so ist. Und hier ist Schräubchen, da ein Schräubchen. Hier, das klebt immer noch. Das haben wir nämlich folgendes. Ich hatte ja nur das Ding. Jetzt haben wir das Ding hier, ein Schräubchen reingesehen. Hm? Eine Lüftungsklappe. Läuft das denn noch? Hey, ich dachte, das Video wäre gestoppt.
jetzt los? Es läuft ja noch. Das ist doch Schwachsinn hier, das will doch keiner sehen. Bis zu blöden Video zu schneiden, war. Jetzt muss ich mich nachher erstmal selber beobachten, was ich hier gelabert habe, ohne den Einfluss von dieses Unbeobachtete. So, ich wollte nämlich ein kürzeres Brett haben, damit ich hier nicht so ein damit das etwas professioneller ist. Die Säge 47,5, das habe ich schon mal angepeilt, ganz grob. So, hier so rüber. Zitter ja. Unterzuckert. Unterzuckert. Es ist natürlich einfach, wenn das Brett aus einer Maschine kam, dann ist es egal, von wo ich messe eigentlich. Ich weiß nur, ich darf jetzt ungefähr zwischen 47,5, das sind schon uralte Dinger, dass ich die jetzt mal brauche. Das könnte man auch mal ein bisschen gerade biegen, ein bisschen Rostlöser dran, nicht zu fest. Das hat 47, das waren 40, ne? Mein Fensterbrett, mein Verdunklungsbrett, 47,5. Das habe ich mir ja auch hier angestrichen. Ja, das brauche ich jetzt auch nicht von da messen. Da das hier alles gleich ist, geht es nur darum, dass es hier gleich ist. Das ist ja meine Brille. Ich habe die Brille gerade auf dem Boden gesehen. Dann habe ich die Brille genommen. Oh, sie liegt auf dem Boden. Sonst latscht du da gleich drauf. Jetzt ist die Frage, wo hast du sie jetzt hingepackt? Da unten. Kann man so eine Logik haben, dass man weiß, wo die Brille ist? Meinte ich, das habe ich schon markiert. Von hier ist es ein 1,8. 18. Das passt schon. Das passt schon. Ein bisschen mehr. Das ist schon okay so. Ein bisschen nicht zu viel. Das ist nachher ein bisschen weniger als zu viel. Das gefällt mir viel besser. Mach doch 1,5. Mach doch 1,5. Mach doch genau 10. Mach doch genau 10. Da passt hier nicht richtig. Ist kein Augenmaß oder was?
nicht gut. Etwas über 9, nein, kurz vor 8 bei 10. Kurz vor 8 bei 10, was ist denn Mars? Hey, nimm doch deinen Messschieber. Hast du nicht deinen Messschieber? Mach dir doch nicht. Kannst jetzt noch eine halbe Stunde deinen scheiß Messschieber suchen? Brauchst du nicht dein Gehirn zermartern? Wollen noch nicht mehr anstellen, der Scheißding. Gut, 98,69 macht doch genau 10. Du. Warum hat er den Inch? Nein, hat er nicht. Mach doch, stell dich mal genau. Hallo. Weil das so schön ist. Das bringt zwar nichts, aber 99,99 und wieder auf 0 gestellt. Aua, 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 aua. Idioten am Arbeiten. Idioten am Arbeiten. Mach mal 0. Mach das Ding an. Stell auf 0. Hier hast du schon gemessen. Der hier auch im Anschluss. Machen wir das fest. Wenn du so zitterst. Ich sag mal so, 20. Millimeter soll ja wohl reichen, ne? Wir sind ja hier nicht beim Dings da, ne? So, schnell wieder zumachen. In den Karton hinein. Vom Flohmarkt, glaube ich, bestimmt 30 Euro für bezahlt. 25 oder 22. So, jetzt geht's los. Einmal festmachen. Eine kleine Sicherheitsüberprüfung. Eine Sicherheitsüberprüfung. Sieht es gerade aus? Nee, es sieht nicht gerade aus. Sieht nicht gerade aus. Sieht nicht gerade aus. Kurz vor 9. Es ist total Banane. Total Banane, Junge. Komm, lass die Scheiße hier. Nerv mich nicht. Was ist hier für eine Scheiße los? Mach da nicht so einen Idiotenkram von. Ja. Das ist hier mindestens ein halber Millimeter auf der Scheiße. Da voll in die Kamera rein. Kurz vor 10.
Warum? Nein, ich will es gerade haben. Auch wenn man es nicht sieht. So, was ist hier? Sag's doch, 9,9, meine Fresse, echt. So, das verschiebt sich ja. Wenn ich da klopfe, verschiebt es sich ja. Das ist jetzt hier 9,85. Dann gib ihm doch einen kleinen. So, das war ein kleiner. Mini, mini, kleiner. 9, zwischen 9,8 und 9,9, aber mehr. 9,8. 9,99. So ein bisschen. Ich fühlen. Ich muss es fühlen. Ich muss es fühlen. 9,85. Komm mal auf. Vielleicht muss ich mal woanders hauen. Vielleicht muss ich mal hier hauen. Vor 9,9. Bin ich denn? Ist der Strich noch zu sehen? Darf nicht zu viel werden. Bin ich am Arsch. Passt es nicht. Zusammen, zu sauer, zu genau gemessen und dann Ernie und Bert. Du musst auch hier rüber peilen. Hier über den Strich peilen. Parallelo-Dings Peilungsverschiebung. Das Auge zumachen bitte. Und genau in der Mitte. 9,8 ein paar zerquetschte. Das ist nicht gut. Warum bin ich in der Arbeitswelt gescheitert? Ich höre sie noch alle schreien. Okay, halt die Fresse. Kurz vor 9,9. Ja, das ist jetzt ganz. Das mache ich sonst nicht so. Das geht sonst viel besser. So, da hat sich nichts geändert, hat sich nur so angefühlt. 9,9. Ach komm, wir gehen mal nachher mit dem Messschieber hier rüber. Wir gehen mal nachher mit dem Messschieber hier rüber und dann guck mal. Das Brett auf den Junge, auf die Fresse. Meine Maske. Da. Eine andere. Was auch egal ist. FFP3. Habe ich zu Corona hier rangeschrieben. Zu mit einem Ausrufezeichen. Beim Arzt war. Ja, vielleicht erstmal die Maske aufsetzen und dann die Mickey Mäuse. Das
30 Minuten, du Schwachkopf. Vorsicht, die Schutzvorrichtung ist außer Betrieb. Links ist scheiße. Mal den Scheiß hier ab. Hat sich der Aufwand gelohnt oder nicht? Läuft es noch? Es läuft noch. So, Brettchen hier so hin. Ich werde langsam hier zum Handy-Experten. Zum Handy-Schwachkopf. Gleichmäßigkeit, nicht auf Maßhaltigkeit. So, gehen wir auf 0. Mal gucken hier. Nicht mit der guten, wie hieß die, die Nobelfirma? So, 0. Der Schieber ganz locker zukneifen. So, ja, das. 81 72. Ja, komm her. 81 72. Ein Zehntel ist doch okay, oder? Bin ich dabei? Seid ihr dabei? 82, ja, hier oben die Kanten sind ja nicht mehr, die Kante ist ja nicht mehr geführt so richtig. 81 93, ja, so kannst du nicht halten, du hast ja die Parallelverschiebung. 81 94, wie willst du das jetzt messen, Junge? 81 82. Ist ja auch egal. Es reicht. Was hatte ich überhaupt damit vor mit dem Scheißding? Ja, genau. Das soll in mein Fenster rein. Soll in mein Fenster rein.
Ein Brett. Wahrscheinlich geht es noch nicht mal um die 10 Euro, die 10 Euro, die sowas im Baumarkt kostet, da musst du hier erstmal hin. Aber jetzt machen wir als allererstes, drehen wir mal dieses Ding hier wieder zurück. Hatte sie eine Verriegelung, aber ist ja auch egal. Ich nutze sie sowieso schon seit 10 Jahren so. Natürlich haben wir die eine Seite, die furniert war, noch behalten. Wenn ich mich jetzt, wenn das jetzt nicht hinhaut, dann lösche ich das Video. So, das ist so gedacht. Das war ja nicht breiter, ging das ja nicht. So. Oh Gott. Das passt nicht. Ich habe es zu eng gemessen. Das ist natürlich wieder richtig scheiße, Alter. Immer 71. Mist. Mist, sag ich mal. Was ist hier nur die Beule hier? Das hätte ja auch nicht so genau sein müssen. Das ist hier nur die Beule, nur hier, nur die Beule. Meint das Video? Aufladung erreicht. Ja, drückst du dann die Powerbank damit rein. Glück, dass ich das Ding noch gefunden habe. Komm her, scheiß Ding. Fertig werden, echt. Ich will netto was fressen, kaufen, Feierabend machen. Komm, so viel Zeit muss sein, diesen ganzen Drecks, Scheiß, Staub. In die Fresse rein. Was ist hier? Was ging denn hier? Das war hier. Mini.
Mini, Mini, Mini. So, drauf. Schön in die Bude rein von den Rares läuft schon, was auch egal ist.
einmal ab. Da ist meine Powerbank, falls ich sie suchen sollte. Wenn es richtig warm ist draußen, dann mache ich draußen sowieso immer was vor. Und da ich ja sowieso schon die Tage hier am Gange bin, hatte ich ja jetzt noch Bretter vor dem Verschlag. So. Das ist jetzt so. Rein damit. Ja, das kann ich noch. Das hat sich jetzt ergeben. Das war nicht breiter. Mehr konnte ich nicht rausnehmen. Aber es reicht ja. Ja, und natürlich auch Schallschutz. Klar, logisch. Ne? Natürlich Schallschutz. Denn jetzt die Schwachstelle ist hier, sind jetzt die Scheiben. Natürlich nicht, wenn hier die 100 Bretter vorstehen. Und wie gesagt, es soll ja nicht ganz dunkel sein. Aber ich habe keine Rollos. Ich komme auch morgens besser hoch, wenn das Licht angeht. Aber letztlich einfach nur mal interessant zu wissen, wie das ist, wenn man, wenn es dunkel ist, ob man besser schläft. Ja, das ist hier, das ist. Es klebt immer noch das Silikon von Teil 1 oder was das war. Das ist das Sensorkabel. Hier sind ein paar Schräubchen rein. Das gibt's. Dahinter ist ja die alte Platte. So, das machen wir dann. Kann man machen. Und wenn es windet, dann macht es die Nacht immer. Naja, so viel Wind kommt hier nicht rein. Wenn es mal ganz dunkel ist. Wenn es mal ganz dunkel ist. Das habe ich schon wieder abgewischt. Ist immer noch. Klebt, bindet nicht ab. Bin da schon einmal mit einem Föhn rüber gewesen. Altes, 3 Jahre altes Silikon. Keine Ahnung, müsste man mal googeln, was damit los ist. Ja, und das wird irgendwann nochmal schön gemacht, aber jetzt möchte ich da nicht dran rumbiegen wie irgendwas. Ne, an den Kupferrohren. Denn ich habe kein R32. Kann ich Propan reinfüllen. Das möchte ich aber nicht. So. Und natürlich ein Einsatzfliegengitter soll auch noch rein. So ein Einsatzfliegengitter möchte ich mir auch noch basteln. Also so ein Rahmen mit Fliegengitter. Das heißt, wenn hier erst die leise Seite, der Luftfilter muss ja nicht ständig laufen. Ein bisschen Geräusche will man ja manchmal auch haben. Dann kommt hier noch ein Fliegengitter. Ich habe mir hier auch ein Brett, hätte ich jetzt überlegt, da machst du dir noch einen kleinen Griff dran. Aber letztlich, ne, kannst du das so machen. Das ist gute Gipsplatte. Ich weiß nicht, Gipsplatte. Komm, das lassen wir heute schon mal zu, denn wir haben noch genug Licht. Und wenn ich meine, es müsste noch dunkler sein, dann muss da halt eben noch was zwischen, was ganz dünn ist. Aber ist nicht mehr, ist nichts mehr. Ich glaube, das Fenster geht noch nicht mal mehr. Ist ganz knapp. Das Fenster geht ja gut zu. Wie gesagt, das würde ich ja merken daran, wenn es zu ist. Es hat doch geklappert eben, oder? Musst du jetzt noch mal gucken, ob da noch, wie viel Millimeter da noch an was vor kann. Muss aber nicht. Ein bisschen Licht ist immer gut. Was? Theoretisch, da kann noch tatsächlich... Hier was soll, will ich gar nicht. Sehe ich dann. Jetzt ist erstmal Schluss. Jetzt machen wir Feierabend. Gucken, ob wir den ganzen Rums überhaupt los hochladen. Hier ist erstmal Feierabend. 7:30 Uhr.